Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Path of Titans Video. Und ihr habt sicherlich schon am Titel oder Thumbnail gesehen, man kann jetzt im Public Test Branch von Path of Titans den Plati Hystrix spielen. Habe ich vorher noch nie gehört, sieht aber cool aus. Wie so ein kleiner Frosch, würde ich sagen, mit einem Spinosaurus-Segel. So würde ich den jetzt beschreiben. Habe ich vorher wirklich noch nie gehört, ist aber echt interessant. Coole Kreatur. Wir gestalten den jetzt mal so ein bisschen. Hier gibt es auch wieder verschiedene Skins in verschiedenen Farben. Das sind so richtig krass Neonfarben ist der. Leider ist der Busch hier ein bisschen im Weg. Also die Skins können wir jetzt hier noch nicht freischalten. Das könnten wir gleich dann noch machen, indem wir Quests erledigen. Aber wir spielen jetzt erstmal hier den Standard-Skin. Ich habe den vorher auch noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, was uns gleich erwartet. Das ist ja cool. Die Farben sind echt nice. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Das Auge. Nee, was ändert sich da? Ach, da unten das. Okay. Der hat halt knallige Farben ohne Ende. Das ist schon krass. Das Auge können wir auch ändern. Das Auge machen wir mal grün. Name nennen wir mal Dundee. Schauen wir mal, was hier... Ah, weiblich ist ein bisschen dunkler. Ich hoffe, ihr könnt das sehen wegen dem Busch. Aber eigentlich sieht man das ganz gut. Und? Ah, die Unterart kann man leider noch nicht ändern. Egal, gehen wir mal ins Spiel. Dann bin ich jetzt gespannt, wie der sich so spielt, wie der aussieht. Ist, glaube ich, der erste oder die erste Kreatur... die kein Dinosaurier ist in dem Spiel. Der spielt sich ja cool. Fühlt sich halt komplett anders an, wie der lenkt. Weil der so einen Wenderadius hat. Gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ihr müsst halt bedenken, das ist noch der Testbranch. Das ist nicht mal die Demo, die ich hier gerade spiele. Das ist noch sozusagen vor der Demo, das Ganze. Das heißt, wenn hier ein paar Bugs oder so sind, dann ist es nicht so schlimm. Die Bewegungen sehen jetzt auch nicht ganz so schön aus, weil der sieht so ein bisschen aus, als wenn der schwebt. Aber irgendwie ist das ganz cool, wie der sich steuert. Gott, ist der schnell. Junge, was ist das? Ihr könnt gerne mal ein paar Infos über den droppen. Weil ich habe vorher von dem, wie gesagt, noch nichts gehört. Sieht aber schon gefährlich aus, ne? Man könnte auch denken, hier ist ein richtig gefährliches Ungeheuer im Wasser, wenn der hier so unter Wasser ist und schwimmt. Wenn man nur das Segel sieht. Und dann kommt hier so ein kleiner Frosch raus und sprintet hier hoch. Ich bin jetzt gerade im Singleplayer unterwegs, aber den kann man sogar auf einem Multiplayer-Server spielen. Da können wir auch gleich mal raufgehen. Vielleicht können wir dann ja sogar mal kämpfen oder so. Können uns jetzt ja erstmal die Schreie von dem anhören. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das war jetzt der Einser-Schrei. Jetzt kommt der Zweier. Oh, da buddelt er. Schreit gar nicht. Macht zumindest so ein paar Buddelbewegungen. Ah, der ist wirklich noch nicht so ganz angepasst. Der schwebt auch, wenn er so auf Schrägen steht. Das war jetzt der Dreierschrei. Vierer. Da guckt er sich nur um. Der hat ja voll komische Ohren. Guckt euch das mal an. Seht ihr die Ohren? Das ist ja krass. Okay, die anderen Schreie. Ah, der F ist noch belegt. Sieht aber cool aus irgendwie. Irgendwie hat das was. Ich mag auch wirklich die Auflösung und die Models von Path of Titans sehr gerne. Die sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Ich würde auch fast sagen, dass wir uns den nochmal eben kurz genauer angucken. So, jetzt seht ihr ihn nochmal von nahen und ein bisschen genauer. Falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze gerade mache, das ist Nvidia Ansel. Das ist so ein Programm, damit kann man Screenshots machen. Da kann man zum Beispiel auch die Fokustiefe und so im Hintergrund festlegen. Ist ziemlich cool, kann ich euch nur empfehlen. Sollte eigentlich funktionieren, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Ist allerdings nicht von jedem Spiel unterstützt, aber Path of Titans unterstützt das Ganze. Jetzt könnt ihr die Ohren nochmal sehen. Sehen echt komisch aus irgendwie, ne? Sind das überhaupt Ohren? Ich habe keine Ahnung. Das sieht schon echt interessant aus. Das Ding. Hat irgendwie was. Mich würde mal echt interessieren, was der so gejagt hat. Der sieht ja eher aus wie so ein Insektenfresser, muss ich sagen. Allerdings gibt es halt noch gar keine Insektenbeute. Deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern... der sich annähert. Aber der kann auch kämpfen, ne? Wir haben noch gar nicht die Attacken ausprobiert. Aber so sieht er auf jeden Fall von nahen aus. Finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Nahkampfattacken. Ist einfach so ein Schnapp. Wie Schnappi, das Krokodil. Voll cool. Aber ich glaube, der kann nur die Attacke. Das klingt auch irgendwie voll süß, so. Der ist aber schon flink, ne? Für seine Größe. Das sieht so witzig aus, wie schnell er seine kleinen Pfötchen bewegt hinten. Hat so ein bisschen was vom Laufen wie so ein Komodo-Varan. Daran erinnert mich das ein bisschen, wie er so watschelt. Der ist auch, glaube ich, relativ schnell, der Komodo-Varan, ne? Also wenn er möchte, wenn er beschleunigen will. Der ist aber auch, der kann sich gut verstecken in den Büschen hier und so. Muss man ja mal sagen.
Kann der sich hinlegen eigentlich? Gibt hier noch mehr Funktionen. Hinlegen geht noch nicht. Ja, ansonsten geht hier, glaube ich, noch nichts. Wir könnten noch mal Schwimmen und Tauchen ausprobieren. Aber ich würde sagen, wir connecten mal auf einen Multiplayer-Server und gucken mal, ob wir da das Ganze mal ausprobieren können. Ach, schaut mal, wir sind sogar perfekt an einem See gespawnt. Leider ist es hier noch Nacht. Wir könnten aber gleich mal versuchen, gibt es hier Quests? Ich glaube schon, ne? Ah, tatsächlich. Okay, ich werde gleich mal eine Quest abschließen und dann kann ich euch mal noch mal einen anderen Skin zeigen. Dann können wir den mal freischalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Die kann der wahrscheinlich auch essen, ne? Ja. Die Pilze kann der auch essen. Weiß aber nicht, ob der sich von sowas ernährt. Aber ich bin gerade viel gespannter auf das Wasser. Leider sind gerade nur 5 Leute online. Deswegen weiß ich nicht, ob wir hier auf andere Spieler treffen. Oh, der ist ja übel schnell unterwegs. Vielleicht kann der auch Fische fangen. Kann der tauchen? Glaube nicht. Sieht auf jeden Fall interessant aus, wie der hier schwimmt. Der Kleine. Oh, jetzt geht er unter. Okay, was habe ich jetzt anders gemacht? Oder geht der unter, weil ich keine Ausdauer mehr habe? Tatsächlich. Oh Gott, wir ertrinken. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Oh oh. Wir müssen schnell an Land, sonst sterben wir hier gleich. Okay, der hat ganz schön schnell die Ausdauer verloren. Oh Gott, das Geräusch. So klingt es, wenn eine Kröte stirbt. Wir sollten es aber schaffen, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Anzeigen sind übrigens auch neu hier im Demo-Branch unten. Die ganzen Leisten. Die haben sie auch ein bisschen von der Anordnung geändert. Oh, der regeneriert ja mega schnell. Holy shit. Das Leben ist wieder voll. Okay, das ist krass. Ausdauer, ja, hinlegen kann ich mich leider nicht. Aber ich würde sagen, ich erledige mal kurz eine Quest und dann schalten wir mal einen Skin frei. Also Leute, ich muss wirklich sagen, dass Path of Titans echt schön aussieht, ne? Guckt euch das mal an. Und die Map ist auch so schön gestaltet. Also das ist wirklich heftig. Die Sonne geht gerade auf. Das Spiel sieht einfach so atmosphärisch und schön aus. Boah, ist das cool. Also wirklich, ganz, ganz tolles Spiel. Ich freue mich megamäßig auf Path of Titans. Vor allem, wenn dann ganz viele solche Kreaturen da auch noch ins Spiel kommen, wird das super interessant werden, wenn du dann ja da als Dinosaurier rumläufst und nicht weißt, was du um die Ecke triffst. Einen gefährlichen Fleischfresser, einen kleinen... Wie heißt der nochmal? Ich habe sogar schon wieder den Namen vergessen, wenn ich ehrlich bin. Schaue ich gleich nochmal nach. Ja, es ist aber einfach nur... Super, super interessant und das Spiel ist einfach wunderschön, wenn ihr das so seht, ne? Ah, richtig, richtig toll. Okay, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der heißt Platyhistrix. Ich nenne ihn einfach Platy. Ich glaube, so wird er auch abgekürzt. So heißt nämlich auch der Server einfach Platy vs. Dinos. Ja, ich suche gerade noch so ein paar Tiger Nuts. Dann haben wir nämlich hier die Quest erledigt. Und dann können wir schon den nächsten Skin freischalten. Es fehlt eigentlich nur noch ein Stapel. Ich dachte, den finden wir jetzt so gemeinsam. Wäre schön gewesen. Da ist er sogar. Perfekt. Sehr schön. Haben wir sogar geschafft. Dann können wir jetzt nämlich direkt den nächsten Skin freischalten. 50 Dino-Tokens verdient. Verdient. Genau. Jetzt sollten wir eigentlich ausloggen können. Ausloggen. Neuer Charakter. Ah ne, warte mal. Wir gehen mal in den hier rein. Bearbeiten. Jetzt können wir hier die Skins freischalten. Den finde ich echt cool. Den schalten wir mal frei. Unlock. Leider müsste ich jetzt hier noch mehr sammeln, damit ich hier die verschiedenen Farben freischalten kann. Aber ich bin mit der Farbkombination eigentlich schon sehr zufrieden. Oh, das Muster ändert sich auch gar nicht. Das hatte ich vorhin gar nicht nachgeguckt. Aber es passt eigentlich. Dann spielen wir doch mal mit dem. Oh Gott, was schreit da? Das war nicht ich, oder? Ich hoffe. Sind wir gerade gestorben? Ich glaube, wir wurden gerade gesnackt. Ich glaube, wir wurden gerade getötet, während wir eingeloggt bzw. ausgeloggt hatten. Deswegen hatten wir so geschrien. Weil ich habe da auch gerade noch so einen roten Bildschirm gesehen. So einen Rand, so ein bisschen. Dass wir wieder eingeloggt haben. Sieht wirklich echt cool aus, ne? Eine sehr, sehr coole Kreatur. Der Skin gefällt mir auch echt gut. Ihr müsst mal auf die Augen achten, wenn er blinzelt. Dann geht da so eine ganz dünne weiße Haut nur vors Auge. Also so ein ganz dünnes weißes Lid. Das haben ja oft Amphibien, ne? Dass die so durchsichtige Lider haben. Nennt sich das überhaupt Lider? Ich habe keine Ahnung. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Was jetzt noch so mein Traum wäre, mal auf einen anderen zu treffen und vielleicht zu kämpfen oder so. Das würde ich cool finden. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich, weil so wenig Spieler auf dem Server sind. Ist ärgerlich, dass gerade einer kam, als wir uns anscheinend ausgeloggt hatten. Aber ich kann es nur nochmal sagen, Leute. Das Spiel ist wirklich wunderschön, oder? Also ich finde es wirklich so bezaubernd schön. Ich freue mich richtig, wenn das Spiel endlich spielbar sein wird. Was ja schon... Ende September der Fall sein wird. Also nicht mehr lange. 3 Monate sind das, ne? Ja, genau 3 Monate eigentlich. Ach, cool. Ich freue mich.
Das hier ist übrigens die Trinkanimation von dem Plati. Da buddelt er auch so ein bisschen. Sehr süß. Ist wahrscheinlich noch nicht die richtige Animation, aber ist ja wie gesagt noch sogar vor der Demo. Es ist halt der Testbranch von der Demo sozusagen. Also wenn hier was noch nicht so funktioniert, finde ich das gar nicht so schlimm. Aber er spielt sich wirklich schon sehr gut, muss ich sagen. Und ja, das war der Plati. Ich wollte euch den hier in dem Video vorstellen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr auf jemand anderen treffen, weil nur 3 Leute auf dem Server sind. Aber das macht ja nichts. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch sehr gefallen. Ich finde die Kreatur hier richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr auf Path of Titans. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Genießt das schöne Wetter, solange es noch da ist. Und bleibt gesund. Euer Dandy.